Ist Social Media nur eine Modeerscheinung? Oder ist es der größte Umbruch seit der Industrialisierung? Willkommen bei der Revolution. Im Jahr 2010 wird die Generation des neuen Jahrtausends die Babyboomers zahlenmäßig überholt haben. 96% von ihnen sind Teil eines Social Network. Social Media hat Pornografie als die häufigste Aktivität im Netz verdrängt. Jedes achte Paar, das im letzten Jahr in den USA geheiratet hat, hat sich über Social Media kennengelernt. Zeitraum bis 50 Millionen Nutzer erreicht waren. Facebook hat in weniger als 9 Monaten 100 Millionen Nutzer erreicht. Über 1 Milliarde Downloads von iTunes-Apps in 9 Monaten. Wenn Facebook ein Land wäre, wäre es das viertgrößte der Welt. Bisher. Chinas Qzone ist mit 300 Millionen Nutzern noch größer. 2009 zeigte eine Studie des US-Bildungsministeriums, dass Online-Studenten mehr leisten als Studenten im Hörsaal. Jeder 6. Student ist bei einer Online-Uni eingeschrieben. 80% der Unternehmen nutzen LinkedIn vorzugsweise bei der Suche nach neuen Mitarbeitern. Der am schnellsten wachsende Bevölkerungsanteil auf Facebook sind 55- bis 65-jährige Frauen. Ashton Kutcher und Ellen DeGeneres haben mehr Freunde auf Twitter, als es Einwohner in Irland, Norwegen und Panama zusammen gibt. 80% der Tweets werden von unterwegs erstellt. Leute aktualisieren von überall und zu jeder Zeit. Stellen Sie sich vor, was das für negative Kundenerfahrungen bedeutet. Die Generationen des neuen Jahrtausends sehen die E-Mail als überholt. Seit 2009 gibt das Boston College keine E-Mail-Adressen mehr an Neuzugänger aus. YouTube ist mit mehr als 100 Millionen Videos die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Wiki ist das hawaiianische Wort für schnell. Die Wikipedia umfasst mehr als 13 Millionen Einträge. Studien belegen, dass ihr Inhalt genauer ist als der der Enzyklopädie Britannica. 78% dieser Artikel sind nicht auf Englisch geschrieben. Wenn Sie für jeden Artikel, der auf Wikipedia erscheint, $1 bekommen würden, ergäbe das $156.23 in der Stunde. Es gibt mehr als 200 Millionen Blogs. 54% der Blogger und Twitter-Nutzer aktualisieren täglich. . 25% der Suchergebnisse für die 20 weltgrößten Marken sind Links auf Inhalte, die von Privatleuten erstellt wurden. 34% der Blogger schreiben über ihre Meinung zu Produkten und Marken. Gefällt Ihnen, was diese über Ihre Marke schreiben? Besser wär's. Leuten ist es wichtiger, wie ihresgleichen Produkte und Service bewerten, als die Bewertung von Google. 78% der Konsumenten vertrauen Empfehlungen aus ihrem sozialen Umfeld. Nur 14% vertrauen der Werbung. Nur 18% der Fernsehwerbung ist rentabel.
90% der Menschen, die die Möglichkeit haben, Werbung wegzudrücken, tun dies auch. Hulu ist binnen eines Jahres von 63 Millionen Streams auf 373 Millionen angewachsen. 70% der Leute zwischen 18 und 34 Jahren haben bereits online ferngesehen. Nur 33% haben jemals eine Sendung via DVR oder TiVo gesehen. 25% aller Amerikaner geben an, im vergangenen Monat einen kurzen Film gesehen zu haben. Und zwar auf ihrem Handy. 35% der Bücherverkäufe auf Amazon sind für den Kindle. 24 der 25 größten Zeitungsverlage verzeichnen Rekordrückgänge bei ihren Auflagen. Wir suchen nicht mehr nach den Nachrichten, sie kommen zu uns. In naher Zukunft suchen wir nicht mehr nach Produkten und Service. Sie kommen zu uns über Social Media. Social Media ist keine Modeerscheinung. Es ist eine radikale Veränderung unseres Kommunikationsverhaltens. Mehr als 1,5 Millionen Inhalte wie Links, Texte, Fotos und so weiter werden auf Facebook veröffentlicht. Täglich. Die Wirtschaft ist dämlich. So wie sie die Menschen machen. Erfolgreiche Social-Media-Unternehmen verhalten sich eher wie Dale Carnegie als wie David Ogilvy. Zuerst zuhören, dann verkaufen. Erfolgreiche Social-Media-Unternehmen verhalten sich mehr wie Partyveranstalter, Aggregatoren und Content-Anbieter als wie traditionelle Werbeunternehmen. Denken Sie immer noch, Social-Media ist nur eine Modeerscheinung? Willkommen in der Welt der Socialnomics. Sind Sie bereit?